Hallo Leute und willkommen zurück. Wir spielen Biomutant. Nach wie vor. Wir hatten uns gerade für die Myriad entschieden. Sind hier ein bisschen rumgelaufen und ein paar Leute voll gequatscht. Der Torwächter begrüßt dich zurück in der Festung. Okay, und jetzt muss ich tatsächlich hier erstmal raus. Ich soll in das alte Dorf, sogenannte alte Dorf, wo ich mich wohl erinnern soll. Also schätze ich mal, es ist Zeit für mich zu gehen. Und dann schauen wir mal. Du sollst locker bleiben. Die immer mit ihrem locker bleiben und entspannt und so. Okay, das Dorf scheint da drüben zu sein. Durchquere die Höhle. Vermutlich müssen wir erstmal die Höhle finden. Gibt's hier einen Punkt? Hier war doch irgendwo... Haben wir doch genau an den Weg-Dings gepinkelt? Wo müssen wir denn hin? Ach, da unten. Okay, also die Reise hier drüben hin würde sich jetzt... Achso, da können wir gar nicht hinreisen. Wir können da hinreisen. Okay, ja, aber das passt ja ganz gut. Dann laufen wir hier ein bisschen durch die Gegend. Irgendwo ging ja auch ein Weg runter. Ich schätze mal, da müssen wir lang. Genau, das hatten wir uns auf dem Hinweg quasi schon einmal kurz angeschaut. Ich mache nichts tatsächlich. Wenn ich zu tief springe, macht er das scheinbar automatisch. So einem Stampfsprung. Okay. So, also wir machen uns den Weg zu einer Höhle. Achso, wir können ja auch rennen. Direkt schon wieder vergessen. Ja, und dann müssen wir tatsächlich, glaube ich, zum alten Dorf und mal schauen, ob wir dann ein bisschen mehr von unserer Erinnerung wiederfinden, beziehungsweise aus unserer Kindheit erleben. Ich hoffe, ich verpasse jetzt hier nichts, weil ich einfach so durchrenne. Nicht, dass ich hier irgendwie unterwegs alles verpasse. Die Gegend hier ist aber echt schön gestaltet, finde ich. Also, auch wenn die Grafik nicht perfekt ist, finde ich es echt schön gemacht. Also, viel Grün. Es ist natürlich irgendwie sehr, sehr lang tatsächlich zwischendurch, wenn irgendwie die Musik so ruhig ist und nicht so viel passiert auf dem Weg. Aber an sich ist es auf jeden Fall sehr schön und bisher idyllisch gestaltet. Wir gehen auf jeden Fall richtig. Wir sollen jetzt nämlich das Dorf unserer Kindlingsheit besuchen. Das ist jetzt die nächste Aufgabe. Das sieht so aus, als müssten wir da tatsächlich rechts abbiegen, um dorthin zu kommen. Manche Sachen konnten wir auch schütteln, manche Büsche. Oh, das sieht nicht aus wie ein Busch. Pass auf, da vorne ist ein Mump. Die hat die Evolution hart erwischt. Besonders okay. Die Wackelmumps wurden entstellt und entfällt. Oh ja, wir hätten vorher schon ausweichen sollen. Habe ich nicht gecheckt. Ja, Entschuldigung. Okay, okay, okay. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Hältst du dich dran, dürfen wir also auch nicht. Ich muss gerade erstmal schauen, dass ich hier mit dieser Tastatur klarkomme, mit der Steuerung. Mit der Steuerungstaste wollte ich sagen. Oh, 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 oh. Wie kann es das denn? Oh wow, jetzt sind wir tatsächlich gestorben. Wie kann es das denn aber treffen? Ich dachte, das geht so. Herzliches Beileid. Ja, herzliches Beileid. Das ist ja nett. Wir starten mal vom letzten Kontrollpunkt. Mal schauen, wo der ist. Vielleicht, ich warne euch schon mal vor, vielleicht muss ich tatsächlich wieder zu meiner mechanischen Tastatur wechseln. Da komme ich auf jeden Fall besser zurecht als mit dieser flachen Tastatur, die zwar super toll leise ist, aber ja, das... nicht so richtig gut, deswegen. Pass auf, da vorne ist ein Mump. Ja, schauen wir mal, ob ich das dauerhaft tue. Besonders die Wackelmumps. Sie wurden entstellt und entfällt. Okay, also zu nah ranlaufen ist auch ziemlich dämlich. Das heißt, Nahkampf lassen wir am besten mal ganz weg. Okay, nachladen. Ja, kriegen wir hin. Achso, da war so ein Slow-Motion-Ding und wir haben es verkackt. Ja, okay. Ach ja, nachladen. Ich komme da noch nicht so richtig gut mit zurecht, muss ich sagen. Nachladen.
Okay. Wir rennen ja gar nicht so richtig. Ich glaube, während wir rennen, können wir nicht schießen, sobald wir anfangen zu schießen. Upsi, upsi. Sobald wir anfangen zu schießen, können wir, glaube ich, halt nicht mehr richtig rennen. Schon wieder nachladen. Ja, boah, ich muss mich echt konzentrieren. So richtig gut klappt das noch nicht. Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich auf Dauer mit der Tastatur das wechseln. So ist mir das doch ein bisschen zu verkrampft tatsächlich. Ich kriege hier gleich einen Krampf im kleinen Finger. Kriegt er das mit dem Nachladen tatsächlich zwischendurch irgendwie alleine auch hin? Ich habe das Gefühl, manchmal ich drücke noch gar nicht R und er lädt trotzdem schon nach. Ja, er lädt jetzt auf jeden Fall alleine nach. Vielleicht in dem Moment, wo ich anfange anzugreifen. So, den haben wir aber auf jeden Fall besiegt. Alle anderen scheinen hier gescheitert zu sein. War ein bisschen anstrengend für meinen kleinen Finger vor allem, aber naja, er ist tot. Ich überlege mir mal, ob ich wechseln sollte mit der Tastatur tatsächlich. Aber dann würde es wirklich, oh, wir wollen aus ihm raus, dann würde es wirklich laut werden wahrscheinlich für euch beim Spielen, wenn man dann wirklich jede Taste hört. Da versuche ich mal, ob ich mir irgendwie eine Lösung überlegen kann. Okay, aber jetzt erstmal zum Dorf unserer Kindlingsheit. Genau, wir sind gleich da. Ich bin mal echt gespannt. Ach so, wir hatten Stufenaufstieg. Ja, direkt übersehen. Wir hatten Intellekt beim letzten Mal, glaube ich, hochgeskillt. Einmal schon Glück. Gesundheit und Rüstung wäre Vitalität, Stärke, Nahkampf. Naja, ich mag tatsächlich diese Fernkampfangriffe. Bewegungsgeschwindigkeit wäre aber auch cool. Ich weiß nicht, ob sich das allgemein auf unsere Bewegungsgeschwindigkeit ausübt. Wenn wir dann tatsächlich auch in der Welt schneller rumlaufen könnten, wäre es schon ziemlich nice. Aber ich glaube, ich würde jetzt tatsächlich einmal ein bisschen Vitalität jetzt mitnehmen. Steckst du jeden Treffer weg. Und dann mal schauen. Ach, Verbesserungspunkt haben wir auch noch. Wie kamen wir da nochmal hin? War das Wung Fu? Ja, ich glaube. Okay, was haben wir denn für einen Nahkampf unbewaffnet? Da könnten wir unsägliche Hand beenden, da eine unbewaffnete Nahkampfkette mit einem Schleudergriff und Rammschlag. Spezialangriff. Was haben wir denn im Fernkampf? Doppelschusswaffen. Ja, wir haben, das war so cool, wir haben eine Doppelschusswaffe. Oder haben es halt gelernt, dass wir zwei Schusswaffen tragen können, zwei einhändige. Wir besitzen aber, glaube ich, nur eine. Beende deine Fernkampfkette, indem du deine beiden Fernkampfwaffen wirfst. Ja, werfen. Ach, die kommen zurück. Ich wollte gerade sagen, wenn ich die wegwerfe, ist es ein bisschen blöd. Steuerung rechts, links. Steuerung rechts, links. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde, so permanent daran zu denken, das hinzubekommen. Okay, aber ich glaube, das würde ich tatsächlich mal lernen, in der Hoffnung, dass wir wirklich bald mal eine zweite Waffe bekommen. Das wäre nämlich ziemlich nice. Manöver können wir alle schon. Basis, ja genau, die konnten wir hier tatsächlich irgendwie alle schon. Talente können wir, glaube ich, keine mehr lernen im Moment. Ach so, wir hätten in Talente noch gucken können. Das muss ich mir auf jeden Fall mal merken, dass wir alternativ nächstes Mal diese Verbesserungspunkte hier auch bei den Talenten ausgeben können. Gut, Reittiere. Naja, hier gibt es auf jeden Fall coole Sachen. Das schauen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Punkt mal an. Aber jetzt geht es erstmal auf ins Kindlingsdorf. Kindling klingt irgendwie albern, aber... Ein Ort, an dem die Zeit verloren ist. Aber man spürt ein Kribbeln, wenn man hier ist. Es gibt hier etwas Besonderes, das dich anzieht. Na, dann bin ich mal gespannt, was mich anzieht. Aber es gibt auf jeden Fall schon mal einen Reisepunkt, wollte ich gerade noch sagen. Den habe ich schon gesehen. Den pinkeln wir jetzt wieder an, schätze ich. Ja, speziell.
Speziell auf jeden Fall. Aber okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall hier noch einen Reisepunkt in der Mitte. Vielleicht kommen wir ja doch dann bald mal nach links. Wir sollten ja jetzt, glaube ich, nur einen Zwischenstopp in dem Dorf machen, um dann doch zu den Feinden, in Anführungszeichen, zu den Jacken zu gehen. Mit der Zeit verblassen die Erinnerungen. Und manchmal ändern sich auch die Empfindungen. Es geht nicht darum, wer du warst, sondern wer du werden wirst. Diese Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Ich habe nichts gedrückt. Verlorenen Vergangenheit. Flüstern im Wind. Das wurde irgendwie tatsächlich alleine abgebrochen. Da habe ich nichts gemacht, außer nett auf den Bildschirm geguckt. Okay, aber wir sind offenbar in der Vergangenheit. Wir sind wieder unser kleines Ich. Okay, Türen öffnen können wir nicht. Wo müssen wir denn hin? Wird uns nicht gesagt. Ah, okay. Oh, Glibbo. Glibbo planscht ein Hier bisschen. Hier ist jemand, der jeden Tag so nimmt, wie er kommt. Er fragt, wie es dir heute geht. Jetzt, wo du mich fragst, schon viel besser. Glibbo fühlt sich immer besser, wenn er einen Fehlschlag hinter sich lässt. Er freut sich, dass seine gute Laune so ansteckend ist. Ja. Er fragt, wo du abgeblieben bist und hofft, dass du draußen auf dem See deine Schwimmtechnik verbessert hast. Ja, Schwimmtechnik. Ich glaube, wir waren noch nicht schwimmen. Schwimmen würde ich sehr gerne. Es kann beängstigend wirken, alleine schwimmen zu lernen. Aber er ist ja hier, um dir zu helfen. Das ist nett von ihm. Er findet, mittlerweile solltest du wirklich schwimmen können. Ja, dafür wäre ich dankbar, wenn er mir das direkt jetzt zeigt. Ihm wird es eine Ehre sein. Habe ich zwar nicht damit gerechnet, dass wir jetzt einfach schwimmen, aber mal gucken. Schicker Badeanzug übrigens, Glibbo. Nicht schwimmend. Okay, schwimmen. In den meisten Gewässern kannst du schwimmen. In sehr tiefem Wasser verlierst du allmählich Ki-Energie und wenn sie dir ausgeht, wirst du ertrinken. Klingt vielversprechend. Okay, da oben, ich sehe schon, unsere Energie geht recht schnell runter, aber wir sind ein guter Schwimmer. Wir paddeln hier einfach zum Rand. Schwimm zurück zu Glibbo. Ich meine, wir können natürlich nicht da hochschwimmen. Wir laufen wahrscheinlich den Rest und das ist okay. Das ist doch gar nicht so schlimm war, oder? Okay, zumindest habe ich gelernt, wie man nicht schwimmt. Du hättest mich fast ertränkt. Ich muss am Wasserball bleiben. Ja, das finde ich gut. Weiter so. Lass deinen Eifer nicht vom Klang der Wellen ertränken. Sehr weise. Doch du brauchst Übung. Viel Übung. Vielleicht brauche ich einen besseren Lehrer. Das wäre ein bisschen fies. Ich werde nicht aufgeben. Wer nie aufgibt, wird für gewöhnlich am Ende belohnt. Er hofft, dass auch du zu denjenigen gehörst. Du solltest mehr Zeit im Nass verbringen. Nur so lernst du zu schwimmen. Behalte es für dich. Ich bin nicht fürs Nass gemacht. Ich werde versuchen, deine Worte wie ein Schwamm aufzusagen. Tolles Wortspiel. Man kann sich nie genug anstrengen. Dem Blick deiner Mammut nachzuurteilen. Oh, das ist Mammut? Ja, da war. Was vergessen zu haben. Strammer Schenkel. Du hast versprochen, vor Sonnenuntergang mit ihr zu trainieren. Zeit zum Aufbruch. Wung Fu ist nicht schwer. Ich freue mich darauf. Ich habe die Zeit vergessen. Okay. Was sagen wir denn? Freuen wir uns drauf oder sagen wir, oh, sorry, sie sieht böse aus? Ich freue mich drauf. Positiv denken und so. Es ist wichtig, fleißig zu trainieren. Du kannst dich nicht nur darauf verlassen, dass dir Wung Fu im Blut liegt. Du solltest wissen, dass Übung den Meister macht. Warum sollte ich üben, wenn ich schon kann? Ja, was ich schon kann? Okay, ich werde mich mehr anstrengen. Es ist Mama. Was dich nicht umbringt, wir hören auf sie. Macht dich nur stärker. Ihr trefft euch auf dem Dorfplatz. Ich trainiere gern mit dir. Wir sehen uns dort. Ich hatte zu tun. Ich trainiere gerne mit dir. Hoffe ich, dass ich das tue. Das freut sie. Wer mit Leidenschaft lernt, entwickelt sich immer weiter. Sehr gut. Das heißt, ich muss jetzt zum Dorfplatz. Darf ich vorher noch dem lustigen Menschen hier Hallo sagen? Bekanntes Gesicht, Gizmo! Das mit vielen Gedanken beschäftigt ist. Der sieht ja niedlich aus. Wie es dir heute geht. Ich würde dieses ungute Gefühl gerne abschütteln. Das finde ich gut, sagen wir ihm mal. Wir haben eben schon was Positives gesagt. Er hat gelernt, dass Dinge nie so schlimm sind, wie sie scheinen. Morgen früh fühlst du dich besser. Das ist nett von ihm. Er hofft, dass du etwas Schrott für einen Dingsbums sammeln kannst, an dem er arbeitet. Das
Macht mir nichts aus, Schrott zu sammeln. Wenn du es tust, dann muss ich es nicht. Das ist unsere Pflicht. Ja, wir helfen einander. Er findet, du bist wahrhaft ein Geschöpf deiner Umwelt. Ob das nett ist, weiß ich jetzt nicht. Du solltest nach wiederverwertbarem Material suchen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Das machen wir. Wiederaufbereitung. Nein, Aufarbeitung. Neue Hauptquest. Okay, gehen wir jetzt nicht mehr zu Mama. Oh, Mamu. Natürlich, Mamu. Aber das sieht ja tatsächlich aus wie Schrotthaufen. Das machen wir doch direkt mal, wenn wir hier schon mal sind. Wühl, 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 wühl. Oh, rechte Maustaste. Ein Müllhaufen durchsucht. Zweiter Müllhaufen durchsucht. Wo ist der dritte? Da vorne gleich. Wie süß. Wir kommen ja noch gar nicht voran als Kleiner. Mit unserer Ausweichrolle. Er fragt sich, was du Nützliches gefunden hast. Du bist der Experte. Wäre eigentlich die sinnvollste Antwort. Oder ich bin mir nicht sicher. So macht man aus Altem etwas Neues. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich gefunden habe. Ich bin mir nicht sicher. Er sagt, jede Kleinigkeit zählt. Er kann aus ziemlich allem etwas Wundersames erstellen und fragt, ob du dich mit Wiederaufarbeitung auskennst. Was ich gefunden habe, ist wohl kaum nützlich. Ich bin bereit, mir die Hände schmutzig zu machen. Du fertigst fantastische Dinge an. Ich würde es gerne lernen. Kann ich das lernen? Er sagt, nur wenige wollen sich um die Kleinigkeiten kümmern. Doch wenn es genug sind, können auch sie Großes bewirken. Er würde es dir gerne beibringen. Der von dir gefundene Schrott wäre ein guter Anfang. Ja, will ich lernen. Einführung in die Herstellung. Willkommen zum Herstellen. Hier kannst du bereits existierende Waffen und Rüstungen modifizieren. Und wenn du kreativ sein willst, kannst du komplett neue Waffen aus dem Nichts erschaffen. Das klingt ziemlich cool. Herstellen. Mit den richtigen Teilen kannst du deine eigenen Waffen herstellen. Herstellung Basis. Um mit der Herstellung deiner Waffe zu beginnen, wähle zunächst die Basis aus. Dieses entscheidet darüber, welche Art von Waffe du herstellen wirst. Es gibt drei verschiedene Arten von Waffen. Schmetterwaffe, Einhandhiebwaffe und Zweihandhiebwaffe. Das klingt irgendwie noch alles nach Nahkampf. Okay, Herstellung Heft 1. Um die Herstellung deiner Waffen fortzusetzen, wähle einen Heftplatz. Kann ich keine Fernkampfwaffe machen? Okay, weiter kann ich jetzt nicht. Ich kann tatsächlich hier nur Basistyp oder Heft. Was ist denn? Heft auswählen. Müssen wir das kaufen? Wir haben ja bestimmt nicht genug. Was gibt es denn? Minikeule, Schnallstange, das kann ich doch bestimmt gar nicht auswählen. Schlachter, haben wir das zweimal oder warum steht das da dran? Lausig, Qualität, Defekt, Rickrack. Können wir die irgendwie... Ich verstehe das gerade nicht. Hilfsmittel. Können wir die jetzt alle hier einfach kaufen? Kriegen wir die geschenkt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sieht ziemlich cool aus. Hipster-Heft. Banane. Bonane. Natürlich keine Banane, sondern eine Bonane. Riemenwurf. Sieht auch cool aus. Hilfsmittel, ja. Metallwickel. Der sieht cool aus. Können wir das anklicken? Herstellen. Heft, Basistyp. Um deine Waffe herzustellen, drücke F. Habe ich jetzt den ersten Teil schon richtig ausgesucht? Gefühlt habe ich da gar nicht reingeguckt. Komme ich da nochmal zurück? Nee. Gute Arbeit, doch er fragt sich, warum du eine Waffe hergestellt hast. Ich wollte das mit Schneid. Ich weiß einfach, wie man welche macht. Ich habe etwas für Mamu angefertigt. Okay. Er glaubt, Besonnenheit wird dir inneren Frieden bringen. Ich hätte gerne Fernkampf gemacht. Ich brauche nämlich noch eine zweite Fernkampfwaffe. Er versteht es zwar, hofft aber, dass du davon nicht so bald Gebrauch machen musst. Ich habe nicht vor, sie zu benutzen, doch ich behalte sie. Ich habe es gebaut, das ist meins. Ich werde Mamu bitten, mich den Umgang damit zu lehren, das sagen wir mal. Er denkt, wer die sechs Waffenstile des Wung Fu meistert, weiß mehr als genug. Er freut sich darauf, was du als nächstes bastelst. Du hast offenbar ein Talent dafür. Sie scheint langsam die Geduld zu verlieren. Jetzt ist sie böse. Was sah sie eben auch schon aus, aber... Du weißt, dass sie nicht gerne auf dich wartet. Sie will, dass du sofort zum Dorfplatz kommst.
Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Das wäre ganz schön frech. Was steht heute auf dem Plan? Tut mir leid für die Verspätung. Ich habe Gizmo geholfen. Wer ist? War das bei Gizmo gerade der, den wir hatten, ne? Fürs zu spät kommen. Die Verantwortung, deine natürliche Umgebung zu schützen, ruht auf dir. Es geht um deine Zukunft. Antoro, Pala. Sie will, dass du groß wirst und anfängst, für dich selbst zu denken. Du solltest wirklich zu dir selbst finden, bevor sie einmal weg ist. Ich werde mich mehr anstrengen. Ich bin einfach noch nicht so weit weg. Wieso ist sie weg? Wer sagt, dass sie weg ist? Du weißt, dass sie nicht ewig leben wird. Doch sie will aus jedem Tag das Beste machen, besonders dann, wenn ihr zusammen seid. Oh, das ist süß von ihr. Du bist stets deinem eigenen Weg gefolgt. Doch diesmal musst du ihrem folgen. Ich werde dir immer folgen, meinem eigenen Weg. Ich werde dir immer folgen. Dann fang an, indem du dich auf dem Dorfplatz mit ihr triffst. Sie weiß, dass du ein freier Geist bist, immer in Bewegung, wie der Wind. Okay, können wir hier bei ihm nochmal irgendwie das Üben mit diesen Waffen herstellen? Nee, können wir das hier irgendwie? Einstellungen? Nee, das ist nicht das, was ich suchte. C wie Charakter. Kommen wir da jetzt nirgendwo hin? Was gibt's denn noch? I, L, M. M macht... Okay. Wir kommen da scheinbar jetzt nicht rein, auch wenn ich gerne nochmal weiterschauen würde wegen der Waffen. Bei dieser Entschlossenheit solltest du lieber aufpassen. Okay, die sehen jetzt nicht so freundlich aus. Er sagt, wobei der rosane Zug niedlich ist. Du sollst stehen bleiben und fragt sich, was du glaubst, wo du gerade hingehst. Ich komme zu spät zum Training. Er sagt, es sei aber noch nicht zu spät für dich, umzukehren. Warum sollte ich denn umkehren, wenn ich dahin will? Auf keinen Fall durch. Und das hier die Raufbolz. Für wen du dich hältst. Lieber ein Niemand als du. Niemand muss verletzt werden. Warum schubst ihr andere herum? Sie schubsen sich zum Ansporn. Aber manchmal geht dabei auch jemand zu Boden. Okay, halbes Hemd. Ach, ich habe eine neue Waffe. Okay. F, wir könnten irgendwann mal F drücken, glaube ich, aber... Okay, wir können wir auch schießen? Ne, schießen können wir nicht, wir haben keine Waffe. Wir haben nur dieses kleine Stockding hier. Okay, okay. Okay, der Rosane ist auch schon erledigt. Ne, noch nicht. Ey, was fliegst du denn hier so rum? Okay. Oh, rechte Maustaste. Hat er mich jetzt gehittet? Habe ich zu langsam geklickt? Einer war schon erledigt. Klauen Sie mir jetzt etwa meine Waffe? What? Oh Gott, sind wir winzig. Waren wir eben auch schon so winzig? Du verletzt bist. Was ist passiert? Sie sind unsicher. Sie sind neidisch, weil ich dich habe. Wir sollten sie mit uns trainieren lassen. Oh. Sie meint, es ist schön, dass du an sie denkst. Doch sie haben morgen bei Sonnenaufgang Waffentraining. Sie müssen sich daher vorher gut ausruhen. Die sind voll böse zu mir gewesen. Die Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Hätten wir sie nicht, keine Ahnung, dich jetzt auf nach Hause schicken können. Ich werde meinen Geist freimachen. Ich sollte nicht nach Ausreden suchen. Ich gehe später zu ihnen. Ja, ich werde meinen Geist freimachen. Sie hat schon oft gesagt, Wung Fu hält den Körper gesund. So bleibt auch dein Geist stark und klar. Okay, ich glaube, jetzt wartet sie wirklich auf dem Dorfplatz, dass wir da endlich mit ihr trainieren. Aber wir trainieren, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Also, wenn ihr weiter dabei sein wollt, ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.